Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mundaun. Wir haben in der letzten Folge erfolgreich den Honig bekommen und haben wir die Nacht überstanden. Jetzt lasst uns mal kurz ins Tagebuch schauen. Blockierte Straße freiräumen, Walters Bunker finden, aber ein Bett für die Nacht. Wir haben auf jeden Fall die Nacht hier drin überstanden. Und dann dächte ich eigentlich, dass wieder ein Funkspruch kommen müsste. Zumindest hat ja der gute Walter gesagt. Dass wir mal abwarten müssen. Ja, Kaffee können wir uns leider nicht mehr kochen. Wir haben keinen mehr einstecken, ne? Der gefangene im Berg? Nö. Das Ding haben wir. Wir haben den Honig. Also wir haben alle Zutaten, die wir brauchen. Weiß halt nicht, ob wir jetzt wirklich raus sollen oder ob einfach gleich ein Funkspruch kommt. Wir hören auf jeden Fall immer mehr. Haben ja Ende letzte Folge dann auch den Strich mitbekommen, also nicht den Strich mitbekommen, was erzähle ich denn? Wir haben die Quest durchgestrichen bekommen, dass wir hier eine Nacht übernachten sollen. Das ist ein Imker? Schläft der? Würde jetzt einfach mal da hinten zum Licht laufen. Ich denke doch, dass das Ziel ist. Zumindest sehe ich erstmal keine bösen Imker. Bin mir nicht sicher, können wir schwimmen? Waren wir schon mal im Wasser? Glaubt das Spiel uns das? Hey, wir können schwimmen. Hoffentlich ist gerade kein Imker auf Tauchkurs. Wäre äußerst schlecht. Es sind tatsächlich nur Lichter. Ich hoffe, die sind uns gut gesonnen. Vielleicht kriegen wir ja jetzt unsere Laterne. Hallo? Eventuell sollen wir dem Licht folgen. Würde Sinn ergeben. Obwohl wir hier eine Nacht geschlafen haben, ist es immer noch sehr dunkel. Das andere Licht steht leider nur hier rum. Dann folgen wir mal dem weiter. Ach du Scheiße. Ach, ging nur eine Tür auf. Gott. Das sieht ja sehr vertrauenserweckend aus, aber das wird wahrscheinlich Walters Bunker sein und... Wir haben sie. Ah, hier haben wir die drei Namen dran. Ah, na, schreck mich doch nicht so. Wir können endlich eine Laterne benutzen. Das ist Gold wert. Wenn wir mit der noch ein Gewehr finden, bin ich der glücklichste Mensch in den Schweizer Alpen. Walter im Bunker finden. Ach, guck mal, die Laterne macht genau dieses Muster. Alles klar. Warum ist hier so ein Schatten? Sollen uns wahrscheinlich sagen, dass wir rechts rum sollen. Würde dem auch einfach mal folgen. Wieder rechts rum. Was ist das für ein heftiger Bunker? Wir haben auch sehr, sehr lange den alten Mann nicht mehr gesehen.
glaube, der wird demnächst mal wieder erscheinen. War er? Hier war er, ne? Aber in welche Richtung schaut er? Find mich hier auch nie wieder raus, ne? Also. Ganz leider. Ich glaube, der geht in die Richtung, ne? Ja. Also haben sie auf jeden Fall eine ganz schöne Anlage gebaut hier im Krieg. Bin ja nur froh, dass wir nicht von Strohmännern hier drin verfolgt werden. Und in dem Moment liegt hier Stroh. Und das Spiel speichert. Immer kein gutes Zeichen. Wir haben es eingesteckt. Was kann ich damit machen? Ziegen füttern vielleicht. Geise füttern. Miracao, mio amico. Fein fresh. Buon Tag. Ach, wie süß. Eigentlich ein bisschen spooky, aber okay. Na, machst du jetzt noch auf? Hat ein bisschen länger gedauert. Wo ist sie? Die ist weg. Können wir wieder zumachen? Nö. Ich hoffe doch mal, dass wir bald ankommen. Laufen jetzt definitiv erstmal die Wege, die uns das Spiel vorgibt. Weil ich möchte es ehrlich gesagt nicht riskieren, dass wir uns hier drin jetzt verlaufen. Noch eine Ziege? Da sitzt er. Ist nix. Ich hab kein Gewehr. Ich glaube, das hat er nie kapiert. Oder doch? Das geht dich gar nichts an. Honig und Schnaps, nur für dich. So, dann kriegst du einmal Honig. Ach nee, Flasche steht da. Dann den Wein, oder? Truppe, Bataillon, Kompanie, Rang. Florin Caminada. Soldat Florin. Hier ist Silviadi. Jemand erwacht? Sicilia bin ich ein Wom. Oh, Specia. Il Beschlimm. Ja, große Quai Beschlimm. Ah, unser kleiner Ziegenkopf. Oh, ich möchte ihn nicht abgeben. Ach, wie süß. Guck doch mal. Oh, mia cara allegria. Sei anni faccio con toi. Che ho schmaledeutat. C'è chi è sti? Me ho schmaledeutat? Mira c'è che capitao con mai il caura carezzata. Mai tocca un'idea di tiu car car tat. C'hai idea, ma ne è sti? Das würde ich jetzt auch mal gern wissen. Adia, Corporal Walter.
Ja, na super. Er war ja sehr, sehr dankbar, ne? Da ist die Kleine. Oh, ich glaube, wir müssen ja hinterher. Oder sie muss auf Toilette, man weiß es nicht genau. Würde mich eigentlich ganz gern noch ein bisschen umschauen. Ich hatte die Hoffnung, wir finden hier ein Gewehr. Guckt mal, hier haben wir noch was gefunden. Wir haben noch eine... Jawohl, wir haben endlich wieder was zum Wehren. Ich würde ja so gerne gerade in den Arsch pieksen. Wir das dürfen. War ich nicht. Lass uns mal kurz eine kleine Zwischenspeicherung einlegen. Ich hoffe mal, wir finden sie wieder, dass sie nicht einfach wegrennt. Wer ist das? Ja, zumindest hat er noch ein bisschen Munition dabei gehabt. Ja, wir schauen uns jetzt hier erstmal noch um. Okay. Irgendwas konnten wir gerade nehmen. So, nee, ist nur das Bett. Also wenn wir ein Gewehr finden, dann doch wahrscheinlich hier. Lurina, ich komme gleich. Aber er war wirklich ein bisschen undankbar. Also ich gehe ja stark davon aus, dass wirklich unser Opa einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, um diese eine Kriegsnacht, die wir in unserer Vision erlebt haben, zu überstehen. Quelle scandales freden din chains, forse sane les schicia questes creatures. Na gut, dass wir uns umgeguckt haben. Hier haben wir einen kleinen Strohmann. Muss ich die erst wegpacken, um was zu benutzen? Nö. Na, ist doch gut, jetzt haben wir was in der Laterne, was die bösen Gegner vertreibt. Hier ist keine Geiß. Nö. Ja, und wahrscheinlich sind sie jetzt alle böse auf meinen Großpapa. Hat wieder ein bisschen Angst, dass wir uns verlaufen. Warte mal, hier sind wir. Sind wir hier durchgekommen? Ich glaube ja, ne? Halt aber riesig hier, wo ich... Oder eher von hier, ne? Ne, von hier sind wir durchgekommen. Also laufen wir jetzt doch nochmal hier hoch. Würde er schon sehr gern noch was finden. Wir gehen erstmal den Weg, der am gruseligsten aussieht. Oh oh. Ich höre Sachen. Also wirklich viele Räume kommen hier nicht mehr. Irgendwie nur Gänge. Hat halt wirklich gehofft, dass wir hier noch irgendwo ein Gewehr finden, aber ich glaube, wir machen doch erstmal wieder zurück. Wenn wir nicht sowieso schon wieder im selben Gang sind. In dem wir eh gewesen wären. Keine Ahnung, ist bestimmt einmal im Kreis, im Geist geführt, so rum. Na gut, dann laufen wir mal zurück, gehen zu der Kleinen, sie wird uns hier sicher wieder rausbringen. Wir haben zumindest eine Laterne. Das ist schon mal viel wert. Und das Gewehr wird schon noch auf uns warten. Jetzt sind wir wieder hier. Hier haben wir die Geiß gefüttert. Genau. Weiß nicht. Also ich könnte hier nicht ruhig schlafen. Keine Ahnung, wie der Korporal Walter das macht.
Aber der hat halt anscheinend wirklich so posttraumatische Belastungsstörungen vom Krieg. Aber dass er hier die Ziegen als Wache hat, ist natürlich sehr, sehr geil. Ich habe kein Heu für dich. Aber wir könnten dem Geist anscheinend auch noch Heu geben. Oh. Er kuschelt mit dem Ziegenkopf. Also wir hätten anscheinend die Möglichkeit. Ich habe leider nichts mehr. Und wir haben komischerweise auch den Honig noch einstecken. Naja gut, wir machen jetzt erstmal weiter im Text. Hat sie gewartet auf uns? Ja. Sie ist einfach gruselig. Ich kann es euch nicht sagen, woran es liegt. Ich denke, jetzt ist das Gesicht. Sie guckt halt auch immer so böse. Ah, ein Schlitten. Hat sie wieder gemalt, ist bestimmt ein Hinweis, aber sehr viel mehr, als dass sie irgendwo runterfährt, sehe ich nicht. Guck mal, da ist der böse Maler und die Brücke. Er wollte sie bestimmt umbringen. Hat die Brücke ausradiert in dem Moment, wo sie drüber gegangen ist. Wir haben hier oben einen Lüftungsschacht. Was ist das? Ach, eine kleine Ziege. Och, guck doch nicht so böse, Kleines. Darf ich die nehmen? Hallo, Florina. Ja, ich portau sie dir portai. Jetzt gib mir die Ziege. Nee, sie möchte den Honig, ne? Das war für sie gedacht. Ja. Tja, komm, replie mi. Was ist das? Oh, grazie. Adia, Florina. Florina den Honig geben ist erledigt. In Florinas Raum umsehen. Erledigt. Nee, Quatsch. Aber was ist das? Wir können es leider nicht weiter drehen. Scheint bloß so ein Vierkantschlüssel. Soll ich dir jetzt hier noch die Heizung entlüften? Oder was willst du mir damit sagen? Nee, das muss bestimmt da rein. Das sieht ganz stark danach aus. Ja. Yep. Was haben wir jetzt damit angestellt? So. Jetzt geht's um das obere hier. Wir müssten eine Verbindung. Können wir das damit überbrücken? Jawohl. Dem Seilbähnlein folgen. Ja, das sagst du so einfach. Wie soll ich denn dem Ding folgen? Ich komme da doch dort nicht rein. Also auf jeden Fall hier hinten lang. Hör's noch, aber ich weiß nicht, wo es lang geht. Ach, hier vorne, Entschuldigung. Jetzt geht's nach oben. Kommt's jetzt? Doch, hier kommt's raus. Ach, ist das cool gemacht. Und schaut mal, hier sehen wir den ganzen Bunker. Aber wir müssen uns ein bisschen sputen. So, wo kommst du raus, Seilbähnlein? Leider nicht nochmal Heu aufnehmen. Ich hätte gern die eine Ziege gefüttert. Ich werde das Gefühl einfach nicht los, dass wir hier drin ein Gewehr gefunden hätten. So, jetzt führt uns die Seilbahn da runter, wo wir schon waren. Habe ich vielleicht doch etwas vorgegriffen, das tut mir leid. Obwohl, nee, wir sind rechts lang. Ja. Aber hier war keine Geiß. Ach, geht von alleine auf. Okay, wir haben doch nicht vorgegriffen. Bin halt echt mal gespannt, was uns jetzt noch erwartet. Ein bisschen Angst habe ich ja doch schon.
Aber was uns erwartet, sehen wir dann natürlich wieder in der nächsten Folge. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen 12 Uhr geht's wie gewohnt weiter. Bis dahin, macht's gut.